Zwischensequenz. Ich würde ja nicht reingehen, wenn überall halb geschmolzene Gestein rumwuschelt. Wenn du quasi in einem... Yo. Sag mir, wenn deine Dings, deine Zwischensequenz nicht ist. Oh, das sieht böse aus. Mach ich gleich. Ja. Theo ist böse. Theo hat noch Geschwisterchen. Jetzt hör mal auf zu spoilern, ja? Warum hat der fellbedeckte Flügel, wenn der so ein Feuerviech ist? Ich würde sagen, das ist eine der schönsten Zwischensequenzen. Was muss das Punkt Ende? Wow. Los, kämpfe, du kannst. Das Feuer in dir erloschen ist. Oh, damn. Wo habe ich denn mein Leben jetzt wieder gekriegt? Okay, nevermind. Ich habe Leben zurückbekommen aus irgendeinem Grund. Kriegst du zufällig drei Teile in der Gigante? Nee. Okay, dann kann ich mir das jetzt auch gerade nicht erklären. Oh, aber das war dumm. Ich muss rollen! Jetzt roll doch endlich! Schack die Waffe weg und roll! Guten Tag, ich. Oh Gott, ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr. Also ich bin echt da reingejumpt und direkt keine Ausdauer mehr. Ich setze einen Booster. Ach fuck, ich dreh mich in dem Moment um. Also hier ist ein Booster, falls du dich heilen willst, ne? Ein Stück weit außerhalb. Ja, da jetzt wohin. Jetzt wo er hingelaufen ist. Fall halt gelegentlich an den Hinterbeinchen ab. Ja, die Hinterbeinchen und die Flügel sind, glaube ich, relativ gut geschützt. Nee, die Flügel sind sogar brechbar. Ja, auf jeden Fall, ja, die Beinchen sind keine... Au. Na gut, er schubst mich wenigstens in den Booster. Jetzt weiß ich, warum ich ihn dahingestellt habe. Ich muss mal schärfen tatsächlich. Och, come on. Oh Gott, da sind wieder Sachen zu explodieren, wenn ich reinrolle. Ich muss halt immer noch schärfen. Altes, böses. Mieze, Kätzchen. Er ist gerade gelähmt, also muss Gas geben. Ich geschärft habe ich schon, aber ich wollte mich noch heilen. Alles gut. War das für dich gerade richtig? Oh, oh. Das war das Beinchen. Oh, da bin ich wieder geflogen. Hm. Wie war denn das nochmal mit dem Special Move vom Katana? Du musst es erst, aber musst den rechten Trigger erst die Combo durchkriegen, damit du den Special Move benutzen kannst.
musst sozusagen die ersten hier, du kannst das Ding ja aufladen. Ja, ja, aufladen ist es ja komplett. Dann B und rechten Trigger. Gedrückt halten, tatsächlich. Okay. Dann machst du so einen Charge. Und dann musst du treffen. Oh, ja. Gott, ich hab schon wieder fast kein Leben mehr. Ich stirb. Ne, ich bin weit genug weg. Wo? Tatsache habe ich jetzt auch mal ausnahmsweise ein Dings geworfen. Ja, ich habe gerade Maxi dran geschmissen, damit ich da. Ja, ich auch. Nicht am Verbrennen sterbe. Flügel und Schwanz und Kopf am besten hitten, okay. Also gar nicht so einfach da ranzukommen, bin ich der Meinung. Also, dass ich den Kopf ganz einfach hitten kann, habe ich schon gemerkt. Vor allem ja mit meiner Explosion, da ist das Special Move, den du meintest. Genau den meinte ich. Achtung, mach Boom! Mit meiner Explosion ist mir ja zum Glück relativ egal, ob da was geschützt ist oder nicht. Oh, jetzt macht er gleich wieder Explosionen überall hin, oder? Sehr gut. Lauf mal nicht weg. Oh, ist ja überall was! Hilfe! Oh, ich muss wieder mal schärfen. Oh nö, ich muss nicht schärfen. Ich hab's dir mal ganz kurz ein bisschen abgelenkt. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel besser ist mit dem Ablenken. Ich sehe nämlich nichts mehr. Jetzt haut er eh ab. Sehr schön. Oh, oder auch nicht. Ich muss trotzdem mal schärfen. Nix ist mit abhauen. Ich will da nicht in diese komischen Fliegen rein. Oh, dankeschön. Oh, gebrochene Teile. Was ist denn gebrochen? Wahnsinn. Nice! So eine Jagd werde ich nicht so schnell auch erleben. In sich. Das? Hörner sind gebrochen? Okay. Ja. Stimmt, das ist abgebrochen. Also das Gesicht war relativ gut zu treffen, bei dem den Schwanz zu treffen, finde ich unglaublich schwierig. Am besten mit Klebe. Ja, also nur weil es gesagt wurde, man kann den Schwanz. Ja, ja. Wenn ich zu Hause im WLAN bin, ist es nicht anders. Muss also an der App für iOS liegen. Es kann natürlich sein, dass die App für iOS ein bisschen anders ist.